So, hallo und herzlich willkommen. Dieses Mal in einer Form von, wie soll ich jetzt sagen, Offscreen-Gameplay, die große Jagd auf extrem schwer. Ich habe das Ganze offscreen, wie gesagt, wie man schon andeuten kann, angeübt. Und ja, würde sich meine Armee nicht so dämlich benehmen manchmal oder oftmals, wäre alles viel einfacher, aber so ist das leider auch vor allem extrem schwer nun mal nicht. Ich habe dennoch eine Lösung für das ganze Problem gefunden und die möchte ich euch hier mal zeigen, insofern sich das alles irgendwie. Ja. Ja. Okay, wir fangen einfach mal von neu an. Okay, die Rätselslösung ist eigentlich hier durch die erste Phase so gut es geht durchzukommen, aber das ist jetzt nicht einfach. Ja, das ist etwas, was mir komplett sinnlos erscheint. So. Ja. Drei Leutchen, die übrig sind. Ja, guckt euch das an. Also ich beginne hier gerade schon zu spielen und schon nervt mich die KI. Ja, und schon nervt mich die dämliche KI. Komm schnell rüber. Ich glaube, hier müssten irgendwo meine nächsten Typchen sein. Gut. Ist jetzt nicht so von Vorteil, dass die Axtträger jetzt umgekommen sind, aber ganz im Ernst. Okay. Okidoki. Wir gehen jetzt hier mal also nördlich. Wobei, hey. So schlimm ist das jetzt, glaube ich, gar nicht, weil ich jetzt gerade ziemlich weit gekommen bin. Aber jetzt kommen hier nur noch ein paar. Und danach kommen ja die Pferde. Genau, hier sind sie ja schon. So, die Verwundeten nehme ich jetzt mal mit. Die sollen mal für Ablenkung sorgen. Ihr reitet einfach schön weiter. Ihr reitet einfach weiter. Einfach weiter reiten. Sehr schön. Gut. An dieser Stelle, ich nehme das jetzt mal als ersten Speicherpunkt. Wir speichern hier unter 1. Und werden nun versuchen, vor allem mit denen hier, also, wow, 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 wow. Genau. Lächerlich, ne? Total lächerlich, ne? Eigentlich könnte ich hier weiterhin Rambazamba laufen, aber nö. Also ich bin jetzt nicht gut dabei, jetzt die Dinge so zu erklären, wie ich sie mir vorgenommen habe. Da möchte ich mich gleich darüber aufregen, wollte ich gerade sagen, entschuldigen. Wie geht's denn euch? Der wurde getroffen, okay. Den nehme ich mir einmal. Und wir machen genau im Prinzip das, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben. So weg. Einfach weg. Einfach weg, das ist in Ordnung. Weg. Ich glaube, es war jetzt gerade ein kleiner Fehler. Ich glaube, das war jetzt ein Fehler.
nur mit einem da aufzutauchen. Gut, das ist jetzt egal. Das ist jetzt egal. Also ich werde jetzt hier nichts wieder von neu irgendwie anfangen oder so. Okay. Ich wollte eigentlich mit einem Speerpferd, so gesehen, vorne ankommen. Aber gut, wenn dem nicht so, ich weiß nicht, gegeben ist oder mir man das nicht gönnen möchte, dann ist es halt so. Das kommt her. Das ist jetzt nicht dramatisch. So, alle mal rein. Aufheilen. Mit dem Typen schwimmen wir bis zu den Katapulten da. Ich speichere dennoch jetzt mal wieder auf der 2. Einfach die Schritte hintereinander. Ich lasse sie hier eigentlich nur für Jux und Laune hier eigentlich diese Mauer zerstören. Damit man hier besser durch kann. Wollen wir mal. Ja, das ist klar, dass euch das nicht passt. So. Ja, das ist schön. Das ist absolut schön. Gut. Und jetzt versuche ich noch das zweite Katapult an mich zu reißen. So, rein mit euch. Ist völlig in Ordnung. Wobei kann man hier... Gut. Was wollte ich jetzt tun? Nochmal rein mit dem Typen. Raus. Du machst das hier kaputt. Ja. Und mit dem Priester kann man dieses Katapult hier aufheilen, wenn man unbedingt braucht. Genau. Und nun kann man Folgendes machen. Wir werden mit dem Schiff mal hier hinfahren. Hier widmen wir uns dem Katapult, das hier noch irgendwo war. Oder ist das weg? Wir haben beide Katapulte hier weggemacht. Okay. Ich dachte, es wäre noch irgendwo hier. Gut. Gut, und Gebäude kann man leider hier nicht bekehren. Was dafür der Monotheismus oder sowas fehlt. Je nachdem, wie die Skills hier so gesehen angelegt sind. Aber ja, das ist aktuell nicht möglich.
Deswegen müssen wir auf andere Dinge zurückgreifen. Oh. Nicht genügend glauben. Okay, alles klar. Gut. Der Heiler muss gepfafft werden, wollte ich gerade sagen. Aber ja, der Heiler muss aufgeheilt werden. Tut mir leid, ich nehme das gerade sehr, sehr chillig gerade auf. Ohne jetzt irgendwie großartig darauf Rücksicht zu nehmen, falls ihr irgendwie so ein Klimpern hört. Ich trinke gerade Schokolade nebenbei. Und vieles mehr. Ich wollte eigentlich nur die Mission vollständig so gesehen zeigen, wie man sie erledigen kann. Ohne jetzt großartig, ich weiß nicht, Nerven zu fressen. So, den Turm machen wir jetzt auch hin. Es müssen noch zwei Elefanten übrig sein, ne? Oder waren hier noch irgendwo Türme? Ich weiß gerade nicht mehr. Oh, wohin? Euer Ernst? Euer Ernst? Statt hier rüber zu gehen, machst du dir so eine Mühe? Gut. Und hier müsste dann noch irgendwo einer sein. Ist er doch. So. Und ihr folgt alle. Genau, bis dahin. Okay. Nee, das Schiff, das kann ruhig weg. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das Einzige, was wir jetzt brauchen werden, sind die Katapulte. Ja, Bäume anvisieren ist auch nicht schlecht. So. Und sobald die Türme erledigt sind, beginnt eigentlich der eigentliche Spaß. Denn bis dato ist das Ganze ja nur eigentlich Pillepalle, um ehrlich zu sein. Ja, auf die kommt es jetzt auch nicht an. Die brauchen wir eigentlich nicht. Aber die Elefanten, die bereite ich mir bis dato jetzt mal hier ein bisschen vor. Denn die werden jetzt ziemlich nötig sein gleich.
Ja, wir können die Katapulte hier mal hinschicken, um einfach ein bisschen mehr Sicht hier zu schaffen. Aber eigentlich sind sie jetzt hier recht unnötig, deswegen parken wir sie mal hier hin. Jetzt werden die Elefanten gebraucht. Ich speichere euch jetzt trotzdem mal ab. Einfach aus dem Grund, weil, ja, wir sind jetzt weit gekommen. Ja, und die Pfaffen, die werden jetzt hier auch gebraucht. Aber gleich, noch nicht. Erstmal muss das jetzt irgendwie richtig positioniert sein. Hier kann man ziemlich viele Fehler machen und man hat hier manchmal oder sehr, sehr oft sogar einfach nur Pech. Unsere Aufgabe ist es jetzt, ziemlich großen Widerstand zu leisten. Ja, das ist jetzt nicht einfach. Okay, jetzt schnell weg. Im Prinzip ist es egal, wie viele Elefanten jetzt hier übrig bleiben. Hauptsache einer ist jetzt hier übrig. Einfach aus dem Grund, weil, naja, er ein guter Tank ist und auch so gesehen Fernkämpfer ist. So, man muss jetzt nur aufpassen, sich jetzt nicht von dem Katapult treffen zu lassen. Okay, das war jetzt doof. Oh oh. Oh nee, das war jetzt doof. Jetzt muss es neu geladen werden. Ja, weil es anders nicht geht. Man muss die Ballisten so gut es geht abschalten, ja, eliminieren, damit man hier überhaupt irgendwie eine Chance hat. Ich nehme mal ein Katapult einfach mal mit, einfach aus Jux und Laune. Das werde ich ein bisschen weiter hinten platzieren. Okay. So. Gut. Genau das wollte ich. Dieses Mal ist alles besser gelaufen, ja, und das Heilen mit den Priestern, das dauert halt ewig. Aber, naja, man muss irgendein Übel in Kauf nehmen. Ja, wir haben es gleich. Und du einfach mal mit. Übertonic.
Genau, das wollte ich. Denn dieses Katapult ist jetzt dann notwendig, um den Rest zu erledigen. Eigentlich nicht nur das Katapult, sondern... eigentlich reicht eins komplett aus, aber es wäre besser, zwei in Reserve zu haben. Auf alle Fälle. So, das nächste, was hier kommen wird, das sind wieder Katapulte. Ungefähr hier irgendwo auf dieser Höhe, glaube ich. Yep. Wie soll man hierher kommen? Oh. Man kann sich auch ein bisschen rumspielen mit den Katapulten. Gut, wir belassen es bei einem schweren Katapult. Das ist denn jetzt hier. Dann müssen wir halt darauf ein bisschen besser aufpassen. Außer wir finden noch hier irgendwo eins. Ja, das lasse ich mit Absicht jetzt gerade hier, damit das ja nicht kaputt geht. So. Ich überprüfe mal mit dem hier, ob es noch irgendwo Katapulte hier gibt. Na, jetzt bleibt doch mal. Bleibst hier mal stehen. Könnte ja noch eins irgendwo sein. Ich getriggert wurde. Gut. Offensichtlich nicht. Jetzt werden wir genau dieses Katapult hier brauchen. Unter anderem. Denn wir können uns damit ein bisschen rumspielen. Und zwar hat das die größte Reichweite von allen Fernkampfwaffen. So. Wir können von hier aus schon zum Beispiel den Gegner vernichten. Genau. Jetzt ist der nächste so gesehen hin. Man kann auch mit den Tasten hier stoppen, wenn man gleich einen Gegner sieht. Das wird jetzt auch ziemlich gleich vorteilhaft sein. Zum Beispiel. Bus. Und gleich weg. Und darauf beschränkt sich so gesehen jetzt, Angriff auf dieses Volk. An dieser Stelle sind ja im Prinzip nur die Priester, die gegnerischen Priester gefährlich, weil sie halt die Armee von einem stibitzen. Man kann hier eigentlich mit den Bogenschützen arbeiten, aber mit den Priestern leider nicht. Weg. Man darf nicht zu nah an die ran. Gut. Somit wäre jetzt der nächste Gegner weg. Das Katapult, das können wir uns mal kurz hier, so hier hinstellen. Und eigentlich ist jetzt das Gröbste geschafft. Man muss hier eigentlich nur vorsichtig das Ganze spielen.
Hat man jetzt nichts zu befürchten, aber das weiß man ja leider nicht, wenn man blind spielt. Und außerdem habe ich gesehen, dass das gerade diese Mission selbst auf sehr leicht nicht unbedingt wirklich leicht ist. Komm, steig ein. So, das erste, was wir machen, ist, dass wir mit dem Pferd hier irgendwo mal absteigen, weil hier ein gegnerisches Katapult ist. So, und wir halten uns jetzt hier an der Küste, weil hier in dem ganzen Meer ja verschiedene Gegner lauern. Das ist jetzt nicht so ganz förderlich. So, nicht erschrecken. So, hier absteigen und Katapult halt eben erledigen. Oh, ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Das ist jetzt nicht ziemlich von Vorteil, aber so, was uns hier hilft, so ein bisschen mehr zu sehen, ist auch dieses Katapult hier, welches wir einfach dann mal hier hinstellen. Genau. Und dieses uns so ein bisschen zeigt, wo was ist. Das Schwierigste hier an diesem Teil ist, sich von nichts treffen zu lassen. Aber das ist auch so eine Geschichte, naja, die mal gut, mal schlecht ablaufen kann. Nehmen wir mal das Pferd hier mit. Nein, du bleibst hier. Genau. Den habe ich hier schon gewartet. Mit dem kann man hier wieder ein bisschen auskundschaften, wo was ist. Ja, das ist jetzt unvorteilhaft, dass er bis dahin jetzt nicht schießen möchte. Was wir aber dennoch machen können, ist, dieses Boot mal auf unserer Seite erstmal zu schaffen. Es gibt, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe drei Boote entdeckt. Das erste finden wir hier, was wir schon gesehen haben. Das zweite eben hier an dieser Klippe. Und das dritte ist irgendwo hier am Rand. Und der Schwerpunkt dieser ganzen Geschichte ist, dass man hier an dieser Klippe mit dem Katapult so gut wie möglich alle Ballisten umschießt, bevor man hier auf diese Insel überhaupt geht. Schnell weg. Zack. Im Prinzip ist das Giftigste eigentlich diese Insel, die einfach nur vor Gegnern, von Gegnern lauert. Gibt's Ballisten, Katapulte und vieles mehr. Und das gilt vorerst einfach mal zu wissen. Na, steigst du bitte ein. Genau. Ja, gut. Hier wieder ein Katapult ist. Nehmen wir unser Pferd. Wir werden das einfach aus der Nähe
erledigen. Es lauert noch eine Balliste hier irgendwo. Und ein Katapult. Gut, das ist jetzt nicht schlimm. Gut, hier war die Balliste. Jetzt lästig. Okay. Wie funktioniert das jetzt nicht? Wo ist mein Priester? Meine beiden Priester noch sogar. Die lasse ich mal da einsteigen. Der Schwerpunkt ist auch, dass man hier nicht weiß, dass man hier einsteigen kann, eigentlich an dieser Ecke. Man denkt sich, man müsste hier diesen ganzen Weg erst mit allen schaffen, um da rüber zu kommen. Das stimmt jetzt eigentlich nicht. So. Muss immer das Katapult sein. Okay. Ja, gut. Und hier fehlt uns dann nur noch ein Katapult, genau, das wir erledigen müssen. Es ist jetzt zwar nicht so nötig, aber es ist besser, es zu erledigen als gar nicht. Sehr gut. Diese Insel hier ist eigentlich sehr sicher. Los, steigt ihr beiden jetzt hier ein. Überprüfe noch genau das. Gut, die zwei noch. Und jetzt ist die Frage, waren hier noch welche oder nicht? Okay, gut. Hier nicht mehr, aber es wäre jetzt mal ein guter Zeitpunkt, um wieder mal abzuspeichern. Denn es gilt, dass wir weitere Ballisten hier von dieser Insel erst einmal eliminieren. Ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Genau aus dem Grund.
Okay. Am besten schaltet man hier eigentlich die Diplomatie auf neutral. Einfach aus dem Grund, damit das Katapult nicht gleich beginnt aufzuräumen. Wobei das auch schwer fallen kann. Denn manchmal habe ich auch auf neutral geschaltet und trotzdem hat das Katapult begonnen anzugreifen. Also das ist nicht so ganz ohne. Hier müsste noch irgendwo eine Balliste sein. Genau. Und ab jetzt gilt es eigentlich nur noch, diesen Turm hier zu zerstören. Ich hatte jetzt mal vorsichtshalber noch einmal ab. So. So, und eigentlich war es das schon. Wenn man hier konkret weiterhin hier bleibt. Genau, und dieses Artefakt entdeckt. Und schon hat man die Mission gewonnen. 36 Minuten hat das jetzt gedauert. In Höchstkonzentration, aber es hat über 3 Stunden oder 4 sogar offscreen gedauert und live im Stream. Von daher wollte ich euch einen 3-stündigen Part von dieser Mission jetzt nicht hochladen, weil das kann sich keiner ansehen, weil es vor allem auch nicht weiterging für mich. Ja, das war's. Das war so, ich glaube, ziemlich die schwierigste Mission, die ich in Age of Empires 1 erlebt habe. Klar, gab's da noch, tut mir leid, einige andere. Aber das hier war die, bei der ich einfach nicht mehr weiter wusste. Man denkt, die Mission ist gleich vorbei mit jeder Gruppe an Gegnern, bis man zu dieser Insel stößt und sich dann denkt, nein, das kann es doch nicht sein. Vor allem, wenn man dann nur noch wirklich sehr wenige Einheiten hat oder gar keine Katapulte oder so. Das ist dann fast unmachbar. Aber ja, wir sehen uns in der nächsten Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.